Folge 23. Ein alter Feind. Leute, die Ereignisse haben sich überschlagen. Ich muss es euch sofort erzählen, auch wenn ich eigentlich gerade kaum Zeit habe. Dann fange ich besser schnell an. Unser Ballon flog auf direktem Weg nach Ponyville. Irgendwo auf freier Fläche kreuzten wir den Zug, mit dem das Phantom geflohen war. Eine perfekte Gelegenheit. Ponys, das ist unsere Chance. Wir müssen den Zug kapern. Sind wir Banditen? Nicht so weit weg davon, würde ich sagen. Und wie sollen wir das machen? Ich bringe uns näher ran und ihr springt rüber. Der Ballon näherte sich dem Boden und die Gondel lag gleich auf mit dem Zug. Natürlich fuhr der wesentlich schneller als wir. Daher mussten wir uns beeilen, um die Gelegenheit nicht zu verpassen. Einen Moment lang zögerten wir. Dann machte Blaze einen Hechtsprung nach vorn und hielt sich am Dach des Zuges fest. Als nächster wagte Trick den Sprung und als letzter auch Chip. Ich flog zu ihnen und öffnete eine Dachluke, durch die wir schnell ins Innere des Zuges gelangten. Mann, was für eine Aktion. Wo ist er jetzt? Irgendwo hier drin. Los, suchen wir ihn. Wir teilten uns auf und suchten jedes einzelne Abteil ab. Aber dieser Zug gefiel uns gar nicht. Kein Pony saß darin. Alles war leer. Kein Anzeichen von Passagieren. Als wir alle Wagen überprüft hatten, trafen wir uns wieder in der Mitte des Zuges und berieten uns. Leute? Ja, Trick? Bin ich der Einzige, der es etwas seltsam findet, dass hier niemand außer uns im Zug ist? Nein, das finde ich auch komisch. Ich auch. Kein Phantom und auch sonst absolut niemand. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Plötzlich hallte aus den Lautsprechern im Zug eine Stimme. Es war eindeutig die Stimme von Devious Sly. Was machte sie denn hier? Dass ihr schon die Changelings bespitzelt? Das ist Devious Sly. Einen Zug absuchen und dann nicht in der Lok nachsehen? Pah, wie nachlässig von euch. Die Lok? Na klar, die Lok. Los, los. Ei. Wir hasteten im Spurt zum Anfang des Zuges und rissen die Tür auf. Ein Stuhl mit einer Strohpuppe darauf war das Eheste, was einem Pony ähnlich sah. Ansonsten war der Wagen komplett mit Stangen und Kisten von Dynamit gefüllt. Ein Tonbandgerät lag auf dem Boden und spielte uns eine Botschaft ab. Schönen Tag noch. Oh, yep. Ein kleiner Wecker tickte und begann zu klingeln. Automatisch entzündete sich eine Lunte und das ganze Dynamit war im Begriff hochzugehen. Sofort rannten wir aus der Lok heraus und zu einer Ausgangstür. Hinter uns krachte es laut und der vorderste Waggon wurde komplett gesprengt. Mit einem Hechtsprung warfen wir uns aus der Tür nach draußen und rollten uns im Gras ab. Der Zug wiederum fuhr ein Stück weiter und entgleiste dann krachend. Meine Güte, das war knapp. Zu knapp. Das war dann ja wohl nichts, wie? Ponys, was war denn jetzt los? Eine Falle! Das Phantom ist nicht im Zug gewesen. Verflucht, dann war das nur eine Ablenkung. Ich sammle euch sofort ein, wir sind auf dem Weg. Er hielt sein Versprechen und der Ballon landete bald schon bei uns. Wir stiegen ein und fuhren weiter in Richtung Ponyville. Der Flug dauerte eine ganze Weile und wir kamen erst zu Hause an, als es schon dunkel wurde. Aber wir waren viel zu aufgedreht, um Ruhe einkehren zu lassen. Das Phantom war jetzt da, so viel war klar. Irgendwo in Ponyville trieb sich dieser verdammte Drecksack herum. Wir konnten ihn schnappen. Aber irgendwie schafften wir es nicht. Obwohl wir uns die halbe Nacht um die Ohren schlugen, fanden wir keine Spur des Gesuchten. Agent Smith holte Verstärkung aus Canterlot und riegelte die ganze Stadt ab. Wir suchten überall, drehten jeden Stein um, schlossen jede Tür auf, aber wir fanden absolut gar nichts. Ponys, legt euch schlafen. Ausgeruht nützt ihr mir mehr. Außerdem kommt niemand in diese Stadt rein oder raus, ohne dass ich es merke. Oh, bei Celestia, danke. Ja, danke. Mir fallen schon die Augen zu. Und Leute, gut geschlafen. Was denkst du denn? Es geht. Könnte schlimmer sein. Also ich schon. Was war denn das? Das kam von nebenan. Das war Azur Gleam. Los, auf nach drüben. Wir rannten nach draußen und stürmten nach nebenan zum Haus von Azur und Jade. Im Wohnzimmer stand Azur Gleam mitten im Raum und starrte mit wütendem Blick zu einer anderen Ponygestalt, die uns sofort bekannt vorkam. Devious Sly. Ach, Kundschaften. Und die also tatsächlich hier direkt im Nachbarhaus. Verdammt, wieso bist du hier? Darf man denn nicht mal seine eigene Schwester besuchen? Schwester? Ja, Azur Gleam hier. Was? Ja, es stimmt, sie ist meine Schwester. Ja, es stimmt, ich bin ihre Schwester. Jetzt, wo ihr es sagt, klingt eure Stimme wirklich ganz schön ähnlich. Das ist die Wende in diesem Fall, auf die wir alle gewartet haben. Dann musst du auch das Phantom sein.
Blaze, was redest du denn da für einen Quatsch? Das Phantom ist nachgewiesenermaßen ein Hengst. Das stimmt wohl. Schwester, ich habe dir beim letzten Mal schon gesagt, ich werde mich aus deinen Geschäften raushalten. Mit deinen krummen Machenschaften will ich nichts zu tun haben. Mann, wenn hier jemand zuhören würde, der euch nicht sieht, sondern nur hören kann, dann wäre er echt verwirrt, wer von euch beiden gerade spricht. Oh, aber Schwester, ich bin doch nur hier, um dich noch einmal zu sehen, bevor ich mich stelle. Bevor du dich stellst? Aber ja, im Grunde meines Herzens bin ich doch eine von den Guten und will mich ergeben. Dich ergeben? Das sieht dir nicht ähnlich. Was hast du vor? Ach, Schwester, was muss ich tun, damit du mir vertraust? Ich kann sie gut verstehen. Wir konnten es zwar kaum glauben, aber es schien zu stimmen. Divya Sly trug nichts bei sich. Sie war ganz allein und folgte uns freiwillig ohne Umschweife direkt zu Agent Smith, der im Rathaus Wache hielt. Doch während sie dort mit einem leichten, seligen Grinsen abgeführt wurde, kam ein Pulk von Ponys in das Gebäude, die gerade aus dem Zug gestiegen waren. Diese Neuankömmlinge wurden von meinen Gardisten durchsucht und es wurde nichts gefunden. Das bedeutet, sie sind sauber. Wie sauber kann man hier schon sein? Hoffentlich genug. Leute? Was ist denn? Der Typ da vorne, das ist... Ist Mr. Cold Village? Euer alter Lehrer? Dieser Hengst da? Meine Pupillen wurden winzig, als das ergraute Einhorn mit den sauberen, dünnen Haaren, dem karierten Hemd und der Brille sich umsah und zu mir blickte. Der eiskalte Blick meines alten Lehrers ließ mich förmlich erstarren und ich konnte mich keinen Millimeter rühren. Als er uns sah, bewegte sich sein Mund ganz leicht, als würde er lächeln. Und er kam in unsere Richtung. Blue Tail, Blazing Blaze. Was für ein Zufall, meine alten Schüler hier anzutreffen. Mr. Cold Village! Mr. Cold Village! Na, wie ist es euch in der Zeit ergangen, seit ihr mit der Schule fertig seid? Wie lange ist es her? 2 Jahre? Kommt hin. Und auch euch begrüße ich, Confidence Trick und Tiny Chip. Woher wissen Sie, wie wir heißen? Ich sah ihm tief in die Augen, als er dunkel begann zu lachen und sein Mund sich zu einer finsteren Grimasse verzog. Etwas, das ich in der Realität nie bei ihm für möglich gehalten hätte. Plötzlich fiel es mir wie die Schuppen von den Augen. Ich hatte seine Stimme doch in den letzten Wochen schon ein paar Mal gehört. Doch da gehörte sie nicht zu diesem Namen. Oh, bitte, die Agenten von Canterlot. Blue Tail und Confidence Trick, nicht wahr? Aber alles, was ihr wegen Base und Tiny Chips sind verhindert. Welche Informationen? Oh, ich weiß mehr als nötig. Und ich habe ganz bestimmte Pläne für euch. Doch noch nicht jetzt. Kluge Spurensuche. Ich. Dicht an mir dran. Weiß. Ein netter Versuch, Agenten. Wer. Aber nicht gut genug, Herr Zeit. Sie sind. Ich störe mich. Sie sind das Phantom. Cliffhanger!